Ach. Kackmist. Ja. Das war's erstmal. Guten Morgen, Freunde. Es ist gerade 6.48 Uhr. Da kennt man wahrscheinlich eh nicht. Heute mal deutlich früher als die letzten Tage. Wir haben jetzt gehört gestern Abend, dass die Wall, wo wir ja gestern waren, habt ihr gestern Video schon gesehen, ein bisschen, dass die heute fast fertiggestellt werden soll, beziehungsweise dass da extrem viel Progress passieren soll bei der Wall. Und die machen das heute Morgen fertig. Deswegen dachten wir, nee, die Chance wollen wir nutzen und direkt morgens mit hochfahren mit den Jungs. Und ja, ansonsten ist ja der letzte Bautag. Wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, habe ich vorhin aus dem Fenster geschaut, habe zum ersten Mal Sonne gesehen. Blauer Himmel. Das erste Mal. Das klingt doch gut. Also Hoffnung ist da für besseres Wetter. Noch mehr sehen. Und ja, dann schauen wir mal, weil heute ist der letzte Bautag für uns. Morgen gehen wir fahren. Am nächsten Tag dann darauf, am Samstag, brechen wir schon wieder auf. Deswegen heute nochmal richtig reinhauen. Die Jungs sollen nochmal was Schönes für uns zusammenzimmern. Wir filmen nochmal schon was Schönes für euch. Let's go mit dem Teil 3 von Ludwig the Right in Saalbach. You were always in it for the long ride. Even when it felt like it's a long drive. Even when it felt like it's a long time. Lord, I know that you were always on time. That's just what you do, that's just how you be. That's just how you lead, that's just how I'm free. That's just how I see you got everything. That's just what I need. You keep me breathing, my heart keeps believing that. Even when I'm down in the darkness, you call my name out. You're calling my name now. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Even when I'm down in the darkness, you call my name out. Liegt es, dass man die Kernseite nach unten macht? Die Bretter verziehen sich immer. Bei Kernseite geht das Wasser weniger raus. Hier ist offen poriger. Also verzieht sich das Brett immer. Also eigentlich wollen die Striche gerade werden, sage ich immer. Ne? Also, krass. Also verbiegt sich das Brett so. Okay. Wir schrauben halt zwei Schrauben rein. Da und da. Mhm. Also halten wir die oberen Ecken einfach runter dann. Deswegen. Krass, okay. Wenn man das ganze Holz nimmt, von der Wall und von der North Shore, was das kosten würde? Jetzt rein dieses Projekt hier, diese Kurve und der North Shore. Ja. Also ohne eure Arbeitskosten, nur das Material. Wir wahrscheinlich schon so bei 15.000. 15.000? Ja. Krass. 15.000 Euro. Alter, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht maximal 4.500. Leiche ist teuer. Krass. Vor allem in den Gebieten, wo nicht so viel Leiche wächst und hier wächst nicht allzu viel. Das heißt, es muss von weiter hergeholt werden. Genau. Und ich meine, die haben Lärchen hier, ganz klar. Ja. Aber hier wächst nicht allzu viel. Und da muss das rankommen. Das ist natürlich ein bisschen teurer, wenn du in einem Gebiet wohnst, wo viel Lärche ist. Mhm. Dementsprechend billiger. Aber bleibt immer teuer, also im Vergleich zu einer Fichte oder was ist. Hält es auch länger wie Fichte? Ja, oder? Ja. Wie lange hält das dann so im Durchschnitt, so ein Noscher mit? Ich meine, wird er noch benutzt, ne? Fahren da Leute drüber. Ja, ja, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die Witterung. Okay. Also sprich die Nässe. Ja. Und vor allem Nässe, trocken, Nässe, trocken. Und im Bereich, wie du es hier unten siehst, wenn es so dauerhaft im Morast steht, da hast du dann natürlich eine ganz besondere Belastung, du hast den Schädlingsbefall, du hast eine ganz normale Verwitterung. Ja. Aber so die Lärche wird schon so 7 bis 8 Jahre. Oh krass, okay. Wird sie schon halten. Dann rechnet sich dann doch wieder irgendwie. Ja. Deswegen bauen wir einzelne Fundamente, dass wenn ein Fundament zum Beispiel, weil das steht dauerhaft in der Feuchtigkeit, dass wir die auswechseln können, ohne große Problematik. Deswegen nageln wir zum Beispiel auch nichts, weil wenn du die riesen Nägel in die Dinger reinhaust, erstens spalten die das Holz schneller auf und damit hast du wieder mehr Eindringfläche für Witterungen und Schädlinge. Deswegen schrauben wir und vor allem kannst du die Schrauben wieder rausdrehen, nimmst zum Beispiel ein so ein North Shore Paket ab, legst es auf die Seite, machst neue Fundamente rein, stellst das andere wieder drauf, fertig ist die Garnüre. Krass. Ja, das ist cool. Habe ich viel gelernt. Alter. High five. Geil. Tut jetzt irgendwie
irgendwie behandeln, irgendwie noch? Irgendwie einen Lack drauf oder irgendwas? Nee, die Fundamentflocken, die sind Kesseldruck imprägniert, nennt sich das. Da wird ein Schädlingsmittel, wird mit Hochdruck in der Kammer in das Holz eingepresst, bis wirklich in den Kern rein. Ja. Und die halten dann dementsprechend noch mal länger. Weil Holz zu behandeln kostet Zeit und Material, und zwar wirklich viel Material. Und die Holzschutzlasuren sind echt teuer. Kostet 5 Liter 40 Euro. Was? Kannst du dir mal vorstellen, was auf dieses Ding hier drauf passt und das noch drauf zu streichen. Ja. Und da, wo dann Pressverbindungen sind, das heißt, wo Holz auf Holz dauerhaft ist, da bringt dir selbst diese Schädlingsmittel irgendwann nichts mehr, weil da die Feuchtigkeit drin stehen bleibt. Okay. Und da hast du dann, deswegen schauen wir, dass wir so wenig Berührungspunkte wie möglich haben. Schauen wir, dass wir alles aus der Erde rausholen, so weit wie möglich. Und dann hast du eigentlich besten konstruktiven Holzschutz. Cool, vielen Dank dir. Gerne. Geile Infos. Ja Leute, also unser eigentlicher Plan war, dass wir den Progress von der Wall fertig filmen. Also dass wir sehen, wie die ganze Wall fertig ist. Das bekommen wir leider nicht hin, da die ganzen Arbeiten mit dem Holz und so weiter einfach ein bisschen länger dauern, weil man da viel Mühe reinstecken muss. Jetzt ist uns auch aufgefallen, dass sich hier der Streckenverlauf auch komplett geändert hat. Normalerweise ging es hier, jetzt wo die Wall geht ja um so eine Kurve rum, normalerweise ging es einfach geradeaus weiter. Und jetzt hat sich der ganze Streckenverlauf hier ein bisschen geändert. So ein paar große S-Kurven sind hier reingekommen. Sieht mega cool aus, weil es war immer schade, einfach so ein bisschen geradeaus runterzufahren. Und jetzt mit ein bisschen Anliegern wird die Strecke erstens länger und zweitens wird es noch ein bisschen spaßiger an den Anliegern. Ich glaube, wir sind hyped, das Ganze fahren zu können irgendwann. Genau, da wir den ganzen Progress, wie gesagt, nicht hier fertig filmen können, gehen wir jetzt rüber auf den Burak Trail und schauen, was da so geht. Was wird das jetzt hier? Der Radius. Der Radius. Radius kontrollieren, ich habe es mir vorher schon angezeichnet, aber was das ist halt immer so eine Sache. Und das sollte schon richtig geil werden. Was der, wenn die Kurven ganz rund ist, dann, dann ist das richtig geil zum Fahren. Und so tue ich mir einfach leichter, was der, wenn du im Gelände stehst, ist es oft nicht so leicht, dass du erkennst, wie der Radius ist. Stehe praktisch. Aha. Salbach hinterklemmen, alles schön ausschauen. So Freunde, ja, ihr seht schon, die Sonne ist endlich rausgekommen. Endlich, wirklich, wir sind mega happy, Ike und ich, weil die Kameras werden nicht mehr nass. Also für die Shaper war es echt ein mega Upgrade mit der Sonne. Das ist unglaublich, wie viel mehr Arbeiten gemacht werden. Das geht alles viel, viel schneller voran. Nichtsdestotrotz sind wir persönlich, was das Bauen dokumentieren geht, erstmal raus. Weil wir gehen morgen auf die Bikes, da könnt ihr euch mal drauf freuen. Wir werden morgen den Burak Trail fahren, wir stehen ja schon hier. Hier geht es dann runter und hoffentlich noch ein, zwei Shuttlelaps machen auf der Milka Line zum Beispiel, weil die ist glaube ich auch schon fertig. Das wäre richtig fett. Und ja, sonst bleibt nur noch nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir mega, mega happy sind, dass es hier geklappt hat. Also vielen Dank an Saalbach und vielen Dank an die Shape Syndicate Crew und an den Roli, weil ich habe das Gefühl, mit dem Regen und alle so ein bisschen angepisst und wir als Filmteam haben das Ganze nicht besonders besser gemacht. Wir haben die Leute eher genervt, so ein bisschen unser Eindruck. Also die waren mega, mega nett, alle waren mega nett zu uns, aber trotzdem ist natürlich extremer Stress durch den ganzen Schnee und den Regen. Und ihr könnt es euch vorstellen, wenn der Filmcrew dabei ist, ist es nicht so einfach zu arbeiten und uns auch rumzukutschieren, weil wir können mit unserem Auto gar nicht hier hochfahren zum Beispiel. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen, weil wir haben diesmal nicht so viel mitgebaut, sondern eher dokumentiert. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr mehr Nordic No Ride sehen wollt. Vielleicht nächstes Jahr wieder in Saalbach. Und wenn ihr noch nicht ganz genug bekommen habt, die nächsten Tage kommt auch nochmal auf Saalbach, also auf dem Saalbach YouTube-Kanal, eine kleine Dokumentation online, also quasi am Best-of der ganzen Tage hier. Da könnt ihr mal reinschauen. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr die ganzen Teile angeschaut habt. Und denkt dran, morgen wieder einzuschalten, weil morgen schwimmen wir uns auf die Bikes. Genau. Danke euch und ciao.